Hallo, ich bin Pandur von RPG Guides und ich möchte euch in diesem Video die Jester-Klasse von Darkest Dungeon erläutern. Ich nehme an, die meisten Leute setzen ihn als AOEler ein, aber seine Hauptaufgabengebiete sind entweder an Position 3 quasi als Buffer wie so ein Bade oder an Position 1 als Tank. Auch wenn ihr mich für letztere Aussage vielleicht ein bisschen bekloppt haltet, werde ich das im späteren Verlauf dieses Videos erläutern. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch aber zunächst mal erst die ganzen Fähigkeiten des Jesters vorstellen und beginne nun mal mit den Kampffähigkeiten. Der Jester ist wohl der beweglichste von allen Helden in Darkest Dungeon. Das sieht man schon an seinem ersten, eigentlich so wie es aussieht, Standardangriff, also Dirk Step. Dieser lässt sich von sämtlichen der vier Positionen ausführen, trifft ein Ziel an der ersten bis dritten Stelle der Feindreihe und bewegt den Jester ein Feld nach vorne. Ihr seht also schon, selbst bei diesem normalen Angriff, wie ich ihn mal bezeichnen würde, bewegt sich der Jester bereits. Der zweite Angriff nennt sich Harvest und ist ein Flächenangriff auf die Positionen 2 und 3 und kann von der Heldenreihe von den gleichen Positionen ausgeübt werden. Der Angriff hat einen verringerten Schaden, eine geringe Crit-Rate und erzeugt ein Bluten dort auf beiden Zielen. An für sich ist der Angriff nicht schlecht. Blutendots kann widerstanden werden, aber der normale Angriffsschaden, also der erste Schaden, ist nur leicht geringer als von dem Dirkstep. Schaden auf zwei oder mehreren Zielen im Generellen bedeutet aber immer, dass ein einzelnes Ziel eigentlich nicht genug Schaden bekommt. Setzt die Fähigkeit also eher ein, wenn jemand dadurch sterben könnte. Dann haben wir das große Finale, Fähigkeit Nummer 3, lässt sich nur von der vordersten Position ausführen und kann ein Ziel an Position 1, 2 oder 3 der Feindreihe treffen. Der Name dieser Fähigkeit ist extrem passend, denn das sollte man wirklich nur zu Kampfende einsetzen. Das Ding kann problemlos jemanden töten, der Schadensmodifikator für den Grundschaden ist 50% mehr, die Crit-Rate ist extrem hoch, der Haken ist, der Jester bekommt einen Debuff dadurch, der seinen Schaden fortan stark verringert, seine Treffergenauigkeit verringert und seine Chance, Feinde abzuwehren. Das macht im Normalfall nur Sinn, wenn der Jester danach nicht mehr zuschlagen soll oder ihr den Debuff mit Medical Herbs entfernen wollt. Fähigkeit Nummer 4, das Solo, ist quasi genau das Gegenteil. Lässt sich von sämtlichen Positionen ausführen, trifft alle Feinde und verpasst denen einen Debuff, wodurch sie schlechter treffen. Der Jester rutscht dabei über den Boden an die Spitze der Schlange und erhält außerdem einen Speedbuff. Theoretisch könnte er damit also an die Spitze rutschen, einmal alle Feinde mit minus Accuracy dotten und dann wieder mit dem Finale zurückspringen und anschließend andere Fähigkeiten einsetzen. Aber dazu sage ich später nochmal was. Kommen wir erstmal zur fünften Fähigkeit, dem Slice-Off. Slice-Off funktioniert wieder von der Mitte der Gruppe, also Position 2 oder 3, trifft auf der Feindseite ebenfalls ein der Wahl von 2 oder 3. Der Angriff hat eine erheblich höhere Crit-Rate als Harvest, dafür aber einen verringerten Grundschaden und erzeugt halt ebenfalls einen Dot. Wenn der Jester kämpfen soll, dann sind Harvest und Slice-Off wohl seine besten Angriffe. Und damit nähere ich mich dann dem anderen Einsatzgebiet, der Battle Ballad, der sechsten Fähigkeit. Dieser Buff wurde zwar im Verlauf der Beta ein bisschen genervt, also der Crit-Buff ist zurückgegangen, die Accuracy ist raufgegangen, aber es ist immer noch sinnvoll. Der Jester muss dafür an Position 3 oder 4 stehen, also am Ende der Schlange, und theoretisch kann er diese Fähigkeit den ganzen Kampf lang durchspammen. Wenn ihr eine gute Gruppenkombination habt, dann braucht ihr den Jester einfach nur hinten stehen lassen und diese Fähigkeit spammen, damit die Gruppe immens viel Schaden macht. Also wenn es ein Haupteinsatzgebiet für den Jester gibt, dann ist es diese Fähigkeit. Die hilft anderen Klassen halt enorm weiter. Besonders am Anfang des Spiels Klassen wie dem Leper oder dem Grave Robber, die generell wenig Accuracy haben, aber später auch allen, die halt ihren Schaden steigern wollen. Und damit komme ich zur siebten und letzten Fähigkeit, dem Inspiring Tune. Das ist einfach eine Stressheilung, eine sehr große Stressheilung. Der Wert ist enorm für eine Stressheilung im Kampf. Ihr könnt damit jede Position erwischen, also einen beliebigen Spieler. Die Fähigkeit lohnt sich durchaus. Ich würde den Jester aber nicht jetzt unbedingt zu einem Kampf mitnehmen, nur um Stressheilung zu wirken, sondern das normale Buffen von der vorangegangenen Fähigkeit ist deutlich lohnenswerter. Zieht also nicht mit Inspiring Tune in den Kampf und spammt das nur in der Hoffnung, dass eure Helden nachher weniger Stress haben als vorher.
An dieser Stelle komme ich jetzt eigentlich immer zu der besten Fähigkeitenkombination. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, ich würde sagen, die normale Fähigkeitenkombination für den Haupteinsatz des Jesters ist Fähigkeit Nummer 2, der Harvest, Fähigkeit Nummer 5, Slice Off, 6, Battle Ballad und 7, Inspiring Tune. Damit stellt ihr den Jester am besten an Position 3, lasst ihn eventuell mal zuschlagen, aber spammt hauptsächlich die Battle Ballad. Eine andere Kombination, die vielleicht jemandem einfallen könnte, wenn er sich die Fähigkeiten anguckt, wäre Solo und Finale zu kombinieren, also direkt zu Kampfbeginn mit dem Solo beginnen, alle Feinde debuffen, dann mit dem Finale ans Ende springen und von da an die Battle Ballad spammen. Haken ist, was machen die Leute, die dann von Position 2 auf 3 geschleudert werden? Und warum spammt man nicht schon von Anfang an die Battle Ballad? Denn dann machen die anderen Leute ja mehr Schaden. Die einzige andere logische Reihenfolge, die mir noch einfallen würde, wäre Fähigkeit 1, den Dirk Step, den Harvest, das Solo und Slice Off. In dieser Kombination dient der Jester quasi als Tank. Er setzt als erstes sein Solo ein, um schon mal die Genauigkeit der Feinde herabzusetzen und zukünftige Angriffe wehrt er außerdem ab, weil er eine hohe Dodge-Chance hat. Denn er hat die höchste Base-Dodge-Chance hier im Spiel und er kann das außerdem durch Klassentrinkets und andere Trinkets noch weiter steigern. Er könnte sich an der Spitze dann durch Dirkstep mit einem Crusader abwechseln, der seine Holy Lance wirkt, dadurch an die hinteren Feinde rankommt. Oder er greift halt ganz normal mit Harvest oder Slice Off als Standardattacke an. Obwohl das eine Einsatzmöglichkeit ist, würde ich tatsächlich zu der bereits zuvor erwähnten anderen Konstellation von Fähigkeiten kommen und das dann mit sinnvolleren Klassen kombinieren. Damit meine ich Klassen, die wirklich extrem stark von dem Buff des Jesters profitieren. Also eine gute Gruppenzusammenstellung wäre für den Jester zum Beispiel ein Okkultist als Heiler, weil der auch eine extrem hohe Crit-Chance hat bzw. braucht und dann zusätzlich zwei Highwaymen oder zwei Hellions. Das sind halt die Klassen, die am meisten von Crit profitieren und die dadurch extrem viel Schaden machen, dass der Jester einfach hinten steht und die ganze Zeit seine Battle Ballad spammt. So, und ich glaube, so lange habe ich noch nie über Fähigkeiten in einem der Class Guides geredet. Ich muss jetzt nochmal schnell zu den Camping Skills kommen, also den Lagerfeuerfähigkeiten. Die sind selbstverständlich auf den Gesang und somit auf die Stressreduzierung ausgerichtet, was der Jester halt am besten kann. Das beginnt mit Turn Back Time, was einen Companion halt um 30 Stress erleichtert und das ist der höchste Wert, den ihr überhaupt mit einer Fähigkeit erreichen könnt. Das kommt quasi einer Taverne oder einer Abbey gleich, von daher ist das lohnenswert, Kosten von 3 ist okay, ne? Fähigkeit Nummer 2, Every Rose Has a Thorn, ist quasi noch besser, weil gleiche Kosten und 3 Companions wird jedenfalls 15 abgezogen. Also 45 insgesamt. Vom Kostenfaktor her eigentlich so das Beste. Gallows Humor vom Highwayman oder Grave Robber ist ähnlich gut, kostet aber deutlich mehr. Dann haben wir Tiger's Eye, wenn ihr den Jester zusammen mit einem Leper in eine Gruppe steckt, weil der Leper ja zu wenig Accuracy hat, sollte der Jester den Leper mit dieser Fähigkeit buffen. Falls aber ansonsten noch eine Vestal in der Gruppe ist, lasst die Vestal lieber Bless buffen. Denn Bless ist ein bisschen günstiger quasi. Die letzte Fähigkeit, Mockery, ist gut. Die Stressreduzierung ist okay, aber das Ganze sollte dann mit einer anderen Fähigkeit kombiniert werden, wie zum Beispiel Abandon Hope vom Okkultisten oder sowas. Denn irgendwer bekommt ja wieder Stress dadurch und das ist halt nicht ganz so günstig. An dieser Stelle gehe ich für gewöhnlich meine Pro- und Contra-Liste durch. Ich habe jetzt schon ziemlich viel zu der Gruppenzusammenstellung gesagt. Er macht sich also ganz gut in der einen oder anderen Gruppe. Der Jester ist außerdem ideal, um Stress abzubauen, wie ihr gerade gehört habt. Und er ist der beste Buff-Bot quasi hier in dem Spiel. Außerdem kann er noch gut Fallen entschärfen. Und ja, dann wäre die Frage des Crit. Also er hat die höchste Base-Crit zusammen mit dem Okkultisten und dem Houndmaster zusammen, aber den niedrigsten Grundschadenswert. Und genauso hat er bedauerlicherweise sehr wenig Gesundheit. Da er eben den niedrigsten Schadenswert hat, kann man als Kontrapunkt noch aufführen, dass seine Angriffe auch sehr schwach sind. Außerdem ist er meiner Meinung nach für einen Anfänger in diesem Spiel relativ schwierig zu spielen.
Und damit habe ich noch zwei Punkte abzuhaken auf meiner Pro- und Kontraliste. Pro ist, er geht auch liebend gerne mit einer Abomination in eine Gruppe. Kontra ist, er hat gar nichts, um irgendwelche Leichen wegzuräumen. Im Gegenzug erreicht er aber auch so ziemlich jede Feindposition, und von da ist das nicht unbedingt notwendig. Und damit möchte ich zu den Quirks übergehen, ich nehme an, sie heißen im Deutschen Eigenarten, die ihr behalten solltet, falls sie euch zufällig begegnen. Der Jester sollte am besten am Anfang der Runde als erster ziehen, weshalb ihr hier sehr viel auf Speed setzen solltet, also Quick Reflexes, was euch plus 2 Speed bringt, ist sinnvoll. Quick Draw, damit er in der ersten Runde noch schneller ziehen kann, ist auch sinnvoll. Und der Rest ist euch überlassen, beziehungsweise sollte der Spielweise angepasst werden. Ich würde vorschlagen, ihm noch Evasive zu geben, damit er besser Angriffe abwehren kann, also eine höhere Dodge-Chance hat. Und je nach Spielweise könntet ihr ihm vielleicht noch Steady geben, damit er besser Stress widersteht. Schadenssteigerungsquirks lohnt sich bei ihm eigentlich nicht. Habt ihr ja schon im Vorfeld gehört, dass er sowieso sehr wenig Schaden macht. Damit komme ich dann zu dem letzten Punkt, den Trinkets, also Schmuckstücken oder Schmuck, wie das auch immer im Deutschen heißen mag. Da setze ich ebenfalls das fort, was ich bereits die ganze Zeit erzähle. Also die beste Combo für ihn ist eigentlich Camouflage Cloak plus Feather Crystal. Dadurch erhält er 23 Dodge dazu und 2 Speed, büßt ein bisschen Stun-Resistenz ein, aber wen interessiert's? Sehr spät im Spiel, wenn ihr das später durch eine schwere Mission bekommen könntet, könntet ihr den Feather Crystal auch mit dem Ancestor's Cloak kombinieren oder ansonsten gehen auch 2 Feather Crystals. Die meisten Klassen-Trinkets vom Jester sind eigentlich Müll. Das einzige, was man irgendwie gebrauchen kann, ist dieses grüne Klassen-Trinket, der Critical Dice, der also plus 2 Crit bringt. Und damit bin ich mit dem Thema Jester durch. Ich hoffe, ich konnte euch ein, zwei Tipps zur besten Spielweise mit ihm geben und möchte euch bitten, einmal den Like-Button hier auf YouTube anzuklicken. Besten Dank!